Auf den nächsten Paar liegt ein breiter Weg, oder bei uns in unseren Breiten sagt der Prater Weg, oder in Englisch sagt man über der Broadway. Und auf diesem Broadway wartet auf unser nächstes Paar ein Cha-Cha-Cha. Unser nächstes und letztes Paar, Mike Galili und Julia Polei. Mike hat vor 2 Wochen hier gesagt, dass er sich wahnsinnig auf den Cha-Cha-Cha freut, weil er endlich mal seine Latino-Qualitäten einsetzen will. Wobei, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, vor 2 Wochen, das Ende der Show, da sah es kurz so aus, als würde es zu diesem Cha-Cha-Cha niemals kommen. Letzte Woche war schon ein Krimi, wo ich da draußen gestanden bin, zu zweit mit Uwe. Haben wir gedacht, jetzt ist es vorbei. Mike und Julia! Es war schon ein wahnsinniges Gefühl. Da wünsche ich niemanden, da vorne zu stehen. Also ich hoffe, ich habe es letztes Mal genossen. Der schwere Tanz habe ich jetzt hinter mir und ich freue mich jetzt auf meinen Tanz. Und das ist Cha-Cha-Cha. 1, 2, 3, 4. Diese Woche Vollgas. Mike ist am ersten Tag zu mir gekommen ins Training, wo wir angefangen haben, gesagt, du, was auch immer jetzt passiert, so in dieser typischen Art mit Handbewegung. Ach, du, ich will einfach... Ich möchte beweisen oder zeigen, dass ich das besser kann. Nicht Ball und Co. Ich glaube, als Trainer ist man nicht nur Trainer und erklärt die Schritte, sondern man ist auch ein bisschen Psychologe. Was ist und mit dir? Wem musst du dir selber einmal beweisen? Eben, für mich auch. Du bist so wichtig, Stefan. Der muss es wirklich für sich machen. Und dann kommt es echt und ehrlich rüber und dann sieht man die Freude, die dabei empfunden wird. Und um das ist man gegangen. Er muss verstehen, das macht er für sich. K06 tanzt einen Cha-Cha-Cha. Hier sind Mike Galili und Julia Polei. Die Teddybären fliegen tief, wobei das ist ein Chor. Der Friedhof der Kuscheltiere. Von euren Fans da hinten. Ja. Sehr schönes Kleid. Also falls Sie sich zu Hause immer fragen nach Weihnachten, was mache ich mit dem Lametta? Mit wenigen Handgriffen gibt es ein Kleid, das es nur so fetzt. Genau. Nicole, das Kleid ist super, aber war es der Tanz auch? Ja, der Tanz, der war total cool. Also wirklich ein super Cha-Cha. Und auch die Choreografie hat mir sehr gefallen, weil es war typisch Cha-Cha, viele Cha-Cha, typische Bewegungen und nicht so viel Show. Und das fand ich absolut super, zu diesem Zeitpunkt das zu machen. Im Gegensatz zu letzter Woche oder vorletzter Woche, der Wiener Walzer war mir zu steif, aber heute hast du bewiesen, dass du auch locker sein kannst. Und diese Cuban Breaks am Anfang, das war genial, super. Diese Hüftbewegung und danke. Du warst sehr locker im Körper, war dein bester Tanz. Was danke. Sind Cuban Breaks nochmal genau? Das sind diese... Lass uns gern zeigen.
Genau, ja, genau. Ach, okay. Mit den Hüften am Anfang hat die da getanzt, genau. Ja. Ja. Du bist noch nicht müde, gell? Ich merke schon, der rechte Oberschenkel ist doppelt so dick wie der linke. Ich fand die beiden ungeheuer sexy, also mir haben sie gefallen. Fabelhaft. Danke. Das ist wirklich, so stelle ich mir es vor, dass man tanzen soll. Mir hat das gefallen, sehr. Danke. Ja, kann man gar nicht besser machen, wirklich. Ja? Bitte. Kann man nicht besser machen, aber eine bessere Jury-Kommentare gibt es wahrscheinlich auch kaum. Wobei, du musstest ihn ein bisschen bremsen. Ich höre ja immer beim Tanzen bei euch Hüfte, Hüfte, Hüfte und bei ihm war fast zu viel Hüfte, ja? Manchmal übertreibt er so ein bisschen und ist dann vor lauter Hüfte, ist dann der Takt woanders und da habe ich dann schauen müssen, naja, Musik ist wichtiger und dann die Hüfte. Und das hat er beides gemacht. Also, wo ich erst einmal das Lied gehört habe, habe ich gedacht, oh ja, da kann ich aus mich nicht rauskommen. Und warum? Julia, also, ich weiß es nicht. Ja, das Cha-Cha-Cha habe ich nicht so richtig reindenken können. Ich hatte mal ein Stück gesehen, eine Ballettnummer auf das und hat sich gedacht, du, das wird jetzt sowas. Und dann habe ich ihm die Choreografie gezeigt und dann habe ich gemeint, oh, geht doch. Okay, mal, passt. Mhm. Kann man was machen. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das merkt man auf jeden Fall. Sehr. Also der Latino-Typ, fassen wir zusammen. Ja. Und es soll weitergehen. Hoffentlich, danke. Dann nehmen wir das Mikrofon und dann sind die Zuschauer dran. Danke. Danke euch beiden, Mike und Julia. Soll weitergehen. Die wollen mehr. Vielleicht wollen sie auch Dancingster werden. Also sie wollen sicher, aber die Frage ist, ob sie zu Hause das auch wollen. 090 10 59 09 06. Die Hüfte. Ich hab's auch gesagt, der Scherzel hat rotiert wie ein Kebabspieß, mein Lieber. Das war schon fest. Und du hast das diesmal aus das Wollen. Du hast ich hab einfach mal aus mich rauskommen müssen oder wollen. Und jetzt, können. Jetzt genug vom Tanzen, genug vom Tanzen. Wir werden wieder ein bisschen privat. Du warst ja auf der Romy zum ersten Mal, glaube ich. Hast gleich Filmangebote abgestaubt. Es war toll natürlich. Und die Karriere, das wollte ich gar nicht, dass du, weil du darfst eh nichts reden über die Filme. Das hast du mir vorher gesagt, ich darf eh nichts sagen. Also, aber deine Karriere geht auch in Österreich jetzt steil bergauf und die begonnen hat sie 1981 als Mr. Vorarlberg. Und dann hast du da noch... Da haben wir Foto haben wir. Oh. Ja, gerade. Wo ist es? Schau. Ich bin immer noch da. Da warst du auch noch Mr. Europa. Du hast dich aber nie selber angemeldet zu diesem... Nein, sondern? Es war mein Meister und ich kannte mich nicht so gut aus und er hat gesagt, komm, du bist immer der Typ, ich melde dich an, sage, was ist das? Ja, Schönheitswettbewerb. Ja, und dann war ich eingeladen und dann ging es dann halt weiter. Das war 1989 und... Du bist in der Werkstatt geblieben. Du hast ja weitergearbeitet in der Werkstatt und hast aber nebenbei dann schon gemodelt. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das war so lustig. Dann ist immer Anrufe gekommen. Hey, Mike, Telefon! Ich raus, mit öligen Händen. Ja, hallo, hast du nächste Woche Zeit vielleicht? Und so, ey, Chef, kriege ich nächste Woche frei? Ja, jetzt reicht's. Und dann hat er gesagt, komm, geh, versuch deine Karriere zu machen und wenn du es nicht schaffst, kommst zurück, kannst bei mir jederzeit anfangen und das war toll. Das ist herrlich. Ja. Bis heute ist er dir im Wort, also wenn es mit Dancing Stars nicht wird, kannst du immer in die Werkstatt gehen. Reparierst du, kannst du deine Autos selber reparieren? Ja, ich habe es sehr lange repariert, aber jetzt habe ich absolut keine Zeit mehr und jetzt ist die Technologie so weit, dass ich nicht mehr auskenne. Gut, bitte hätte, wenn wir so unter uns sagen, könntest du vielleicht einmal den Dieter anschauen? Der verliert so viel Kühlflüssigkeit. Ja, jetzt schauen wir, ob ihr von der, ob du speziell von der Jury die Speaker kriegt. Nicole Burns-Hansen. 8. Lotte Tobisch. Hannes Nettball. 8. Und Thomas Schäfer-Ellmeier. 7. Und das sind 32 Punkte. Yeah! Zweithöchste Wertung des heutigen Abends. Ja, danke. Da kann man glücklich sein. Ja, danke, umziehen, zack, zack, um. Danke. Für den Charleston und das Ganze in einem ziemlichen Tempo. Ihr müsst alle noch in der Gruppe jetzt den Charleston tanzen. Dafür gibt es aber jetzt keine Punkte mehr. Deswegen könnte man sich zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch schon die Gesamtjury-Bewertung anschauen. Bitte, Miriam.